Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Unpacking von mir. Es geht weiter mit dem Needful Things Paket. Diesmal sind wir schon in Staffel 2 und ich verlinke euch ja die Playlist und auch alle Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne bei ja, den Unpackings via Video oder Instagram einfach mal mit vorbei. Es ist eine bunte Mischung von uns Mädels sozusagen unterwegs und jeder macht das auf seine wunderbare Art. Und ich freue mich jetzt, dass es zweite Paket schon bei mir ist und ich habe schon mal geöffnet. Es ist ein bisschen unhandlich, es in die Kamera zu halten, aber ich muss sagen, ich bin hier schon komplett geflasht und ja, sprachlos, was ich so auf dem ersten Blick schon sehe. Das erste ist wieder das Notizbüchlein von der lieben Anka, die jetzt hier wahrscheinlich dann auch reinschreibt. Genau, es geht los mit Staffel 2. Ich werde da drin jetzt ein bisschen lesen, über alles so ein bisschen, was die anderen Mädels reingeschrieben haben nach mir, wer da so ein bisschen dabei ist, was jeder schön findet und nicht so schön. Und freue mich da auf jeden Fall auch ein bisschen um die Lektüre. Hier ist was separat, sehr schön. Ich probiere das hier mal ein bisschen auseinander zu packen. Was nehmen wir als erstes? Ich glaube, eine Hörbuch-CD von Ursula Ponsnansky, Vanitas, Grau wie Asche. Also tatsächlich mag ich Hörbücher von Luise Helm super gerne und ich glaube, vielleicht wäre mir tatsächlich nach einem Thriller von Ursula Ponsnansky. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, irgendwo CD zu hören, außer der Blu-ray-Player. Also ich habe keine CD-Player in irgendeiner Art und Weise mehr und dementsprechend ja, ist das leider nichts für mich, wird aber auf jeden Fall dann natürlich weiter wandern. Ich muss mal gucken, wie ich das hier ein bisschen koordiniert und organisiert bekomme. Dann haben wir hier ein Moon Milk, Good Moon, ein natürlicher Schlummertrunk mit Kurkuma und Lukuma. Das finde ich ja tatsächlich super spannend, also ich bin zum Glück niemand, der irgendwie unter Schlafstörungen oder Einschlafstörungen ist. Man müsste sich mal gucken, was ein bisschen drin ist. Aber das klingt tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant. Mit Haferflocken, Erdmantel und Lukuma für Zubereitung eines ayurvedischen Getränks. Ich glaube, das kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann gibt es hier auch nochmal Tee, einen Räubusch-Tee, heiße Magie. Bei Räubusch macht man mit mir ja theoretisch nicht viel falsch. Steht da noch ein bisschen, was da dazu ist. Wie ist die Zubereitung? Einfach nur Räubusch-Tee? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Habe ich einfache Räubusch-Tee? Also ich bin sonst eher ein Fan von echten Tee, aber ich werde mir das mal auf den Vielleicht-Stapel packen. Und was haben wir hier? Ceylon-Zimtstangen finde ich auch super spannend. Ich bin aber nicht der größte Zimt-Fan, dementsprechend eher nicht so meins. Dann haben wir hier Haribo-Gummibären, die dürfen weiter wandern. Dann haben wir hier nochmal Tee. Ein Friesenapfel, säurearm Apfel-Rhabarber. Ah, Mensch, man bekommt mich, alten Tee-Junkie. Landet mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Weihnachtliche Servietten. Ich benutze auch gerne mal so Papierservietten, aber auch wirklich eher so für die Deko. Und es ist mir gerade nicht nach Weihnachten. Lasst uns in den Frühling, Sommer starten. Dann haben wir hier die Kiehls-Tasche. Und ich glaube, da waren die Beauty-Produkte das letzte Mal so ein bisschen drin. Sehr spannend. Ich werde nur einen kleinen Blick mit euch gemeinsam reinlinsen. Zum Beispiel in der Dentalbürsten, sogar in der dünnsten Stärke, das finde ich super, mit 0,5. Augenkonzentrat, zum Beispiel von Balea. Es sind einige, ein Nagellack, leider von Manhattan, ist nicht so meine Marke. Dann haben wir hier Badezusätze. Ja, ich bade leider nicht ganz so viel. Dementsprechend ist das eher uninteressant. Was haben wir hier? Noch einen Badezusatz. Oh, was ist das? Eine Lippenmaske. Und was macht die? Okay, was ich für die Lippen eine Maske? Bin ich ein bisschen irritiert. Dann Badezusatz, Todesmeerbadesalz. Mit Patchouli leider nicht so meins. Also bei Badesachen bin ich so ein bisschen raus. Was haben wir hier? Let Your Skins My Body Scrub. Oh, ein Peeling von Rituals. Ich glaube, das fände ich tatsächlich ganz spannend, weil ich diese Duftrichtungen Happy Butter sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, ich würde die Interdentalbürsten und das Scrub einfach mal auf den Vielleicht-Stapel legen. Und würde dann mir das einfach nochmal anschauen. Was haben wir hier? Hier ist ein Beutelchen. Was soll hier nicht beschmutzt werden? Ah, hier sind Notizbücher scheinbar drin. Ups.
und ein Täschchen mit Pailletten. Es sieht so aus wie Wechselpailletten. Ja, nicht schlecht. Oh, wie schön. Der Junge, der Maulwurf und der Fuchs und das Pferd. Oh, schön, ein Lesezeichen. Ah, ich brauche eigentlich kein Lesezeichen, aber das Buch war wirklich besonders. Und ja, jetzt gucken wir mal hier. Ein Notizbuch, ein Yoga-Journal. Ja, okay, also ja, kann man brauchen. Ich eher nicht so. Notizen und Gedanken, Lebensfreude mit einem kleinen Armband. Auch nicht ganz so meins. Road Typings Around the World. Sind das Postkarten? Ah, okay. Oh, schön. Die finde ich schön. Vor allem die hier. Also ich glaube, die Postkarten schaue ich mir mal an. Und mal gucken. Ich muss das hier alles ein bisschen koordiniert zusammenlegen. Oh, war aber noch irgendwas drin? Oh, da ist was runtergefallen. Ah, okay. Ja, der kleine Frosch, der ist von mir das letzte Mal beigefügt worden, der ja für alle Bastelfans, die sticken, was ist. Dementsprechend, der ist wieder da. Werde ich ihn mir auch rausnehmen. Mal schauen, wem ich damit vielleicht sonst eine Freude machen kann. Genau, das habe ich zur Seite gelegt. Da sage ich vielleicht, zu der Tasche sage ich nein. So schnell kann es manchmal gehen. Und was haben wir hier? Ah, hier sind auch noch ein paar Postkarten und Lesezeichen. Ach, da bin ich ja so ein Opfer. Bibliophil. If I can't sleep, then I read. Bibliomanie. Intensiver Wunsch, Bücher zu sammeln und zu besitzen. Book love. The book was better. Ja, da ist was dran. Aber ich glaube, ich habe... Also man kann nochmal gucken, vielleicht, dass man sich eins rausnimmt und einfach ein Lesezeichen dafür wieder reinnimmt. Ich glaube, die Umschläge und das Lesezeichen schaue ich mir dann auf jeden Fall nochmal genauer an. Dann haben wir Glasstrohhalme. Finde ich total cool, dass das in dem Paket drin ist. Ich habe tatsächlich viel zu viele Strohhalme. Ich benutze bevorwiegend allerdings so Edelstahl. Aber ich finde das super toll, dass sowas im Paket drin ist und ja, gebe das sehr, sehr gerne weiter. Dann eine Minis für Dusche und Badewanne. Kann man sich scheinbar in die Dusche oder Badewanne reinkleben. Ist nicht so meins, aber es ist eine süße Idee. Dann geht es hier weiter mit noch mehr Tee. Das Schöne ist hier, hier kann man sich theoretisch auch immer mal eine oder zwei Beutelchen rausnehmen. Und genau da werde ich mich dann ein bisschen umgucken. Was habe ich hier? Was mit Stoff? Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. The Body Shop Beutel. Ah, hier sind Duftmelz drin. Oh, die nächste Sucht sozusagen. Grandpa's Pipe. Ah, ja. So, was haben wir hier? Grandpa's Pipe. Ah, könnte sehr, sehr rauchig sein. Ach, nee. Oh, nee, ist nicht meins. Blooming Magnolia ist von Goose Creek. Ja, ich bin leider nicht so der blumige Typ und es riecht sehr blumig. Wer hätte das gedacht? Dann Schoko-Sahne von Ice Flower. Das ist echt faszinierend. Es riecht wirklich wie Schokolade. Total irre. Kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann Wachsmalerei. Strawberry Butterminz. Nee, aber sieht süß aus. Ist aber nichts für mich. Dann Sweet Lavender Coffee. Ich mag überhaupt keinen Lavendelduft. Was ist das? Banana Nut Bread. So kleine Stückchen. Ich bin auch kein so Bananenkuchenfreund, weil ich Banane als Duft nicht so gut finde. Bonfire Beach. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Bonfire Beach. Zumindest von irgendeiner Marke. Ach, nee. Leider auch nicht meins. Und was ist hier noch Schönes drin? Wie toll bei... Ah, okay, hier ist von Sensi irgendwas drin. Das sind so Duftpröbchen oder... Oh, bin ich gerade überfragt. Die sicherste Alternative zu Duftkerzen. Liegen kleine Duftproben bei. Aha, okay, finde ich sehr interessant. So Herzchen finde ich total cool. Also ich habe ein paar Sensi-Düfte hier. Ich bin mit denen auch immer recht zufrieden. Also, na, ich meine, gute und schlechte gibt es am Ende natürlich überall. Aber ja, an denen werde ich, denke ich, schon mal schnuppern. Kokosmilch. Aha, okay. Ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal noch genauer an. Ja, also ich schaue mir mal den Schokosahne genauer an
und auch das von Sensi. Den Rest packe ich einfach mal ein. Und es ist sehr schön zu sehen, dass jetzt zumindest hier in dem Beutel, ich weiß ja noch nicht, ob das irgendwo wiederkommt, keiner der Düfte, die ich eingepackt habe, wieder zurückgekommen ist. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und ja, die zwei packe ich mir mal hoch auf den vielleicht Stapel. Ich muss das nur hier ein bisschen koordinieren, damit ich wieder weiß, wo was am Ende reingekommen ist. Ach, da kommen noch mehr Düfte. Ja, da habe ich die große Klappe gerade gehabt. Ne? Hier kommen noch mehr Düfte. Alles gut verpackt. Da könnte es jetzt natürlich schon sein, dass sozusagen was von mir dabei ist. Oh, ja, ja, ja. Also das habe ich tatsächlich unterschätzt. Was haben wir hier? Kringle Cozy Cabin. Nee, leider nicht meins. Dann Autumn Glow. Den kenne ich, mag ich leider nur so bedingt. Den mag ich super gerne. Von Yankee Candle, der Alfresco Afternoon. Da habe ich aber, glaube ich, 3 Melts hier. Ja, und ein kleines Glas. Der darf dann mal weiterziehen, weil es macht die Düfte am Ende ja auch nicht besser. Dann habe ich Stormfront. Ne? Och, da ist irgendwas Pfeffer. Auch irgendwie komisch. Dann Sorted Caramel. Leider kann ich mit Karamell nicht viel anfangen. Butter Popcorn. Busy Bee mag ich super gerne. Finde ich sehr, sehr schade, dass es die jetzt nicht mehr bei Candle Dreams geben wird. Oh, der ist schön. Der kommt mal auf den vielleicht Stapel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so Absicht ist mit diesen Duftstapeln, dass die so unterschiedlich sind. Bin leicht überfordert. Also irgendwie, ja. Aber den werde ich mal auf den vielleicht Stapel packen, den Duft. Dann Lemon Lavender, bin ich leider raus. Autumn Pearl, den mochte ich letztes Jahr im Herbst sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ich habe es gerade nicht mit Herbstdüften. Also ich merke, dass ich da keinen Zugriff aktuell habe. Dementsprechend wandert der weiter. Aber ich hatte davon 2 Melts letztes Jahr im Herbst. Misty Mountain mag ich leider nicht, auch wenn der hochgelobt ist. Mulberry and Fig Delight. Habe ich mich mal überrochen. Also ich weiß, dass den anfangs, ja, ich erinnere mich, ganz gut roch. Und irgendwann hat der für mich eine Duftnote entwickelt. Also vielleicht kennt das jemand. So ging es mir auch letztens mal mit so einem Honigduft von Village. Ich kann den dann nicht mehr riechen. Also sehr, sehr schade, aber der war damals auch auf jeden Fall toll. Moonlight Blossom, leider sehr, sehr blumig. Was haben wir hier? Beach Walk. Ich glaube, das ist auch so ein Duft. Ich kann mich vage an den erinnern. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ja, dann kommt irgendwas mit dieser Frische. Das ist anfangs so holzig und Wasser und dann kommt irgendwas Frisches, womit ich dann einfach nicht, was ich einfach schrecklich finde. Dann haben wir hier ein Home Inspiration Exotic Fruits. Den kenne ich, den habe ich als kleines Glas, glaube ich, hier. Den mag ich sehr gerne. Und noch von Kringle, heißt der auch einfach Kringle? Tatsächlich, der heißt einfach Kringle. Also, der riecht tatsächlich schön, aber es ist da Amber drin? Ja, er ist schön, aber irgendwas stört mich. Ja, ich werde mal den Butter Popcorn sozusagen in Überlegung lassen und dann schauen wir mal. Dann geht's hier weiter. Was haben wir hier? Nagelfolien. Habe ich mir tatsächlich auch letztens 2, 3 bestellt. Fand ich auch super interessant. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir hier die Marmorierten sehr gut gefallen. Ich glaube, ich lasse die Marmorierten mal für ein vielleicht hier liegen. Und dann haben wir hier ein Balea Shampoo Exotic Passion. Ich bin leider, was Haare und Shampoo angeht, ein bisschen empfindlich und ich achte da ja so ein bisschen auf diese Curly Hair Methode, auch wenn ich jetzt selbst keine curligen Haare aktuell habe. Die sind ja am wachsen lassen werden und dann werde ich da wieder ein bisschen mehr in die Routine kommen, aber ich versuche da auf sehr milde Tensid- und sulfatfreie Sachen, von daher darf das weiterziehen. Dann, was haben wir hier? Lieblingsbonbons. Wie sehr süß, hat mich hier von oben so angelächelt.
darf aber weiterziehen. Was haben wir hier? Oh, ein Bummel an dem Ding hier. Mein Katz spielt verrückt. Packen wir weg. Dann haben wir hier jetzt, oh, wahrscheinlich die Gläser. Oder ein Glas. Oder zwei. Ein Glas. Oh, ein großes Glas. Das ist sehr gut verpackt. Das ist sehr jemand bemüht. Oh, Goose Creek ist schon mal cool. Die Farbe auch. Stormfront. Oh. Ja, der ist schon schön. Den finde ich echt gut. Aber ich habe, glaube ich, kein großes Glas in irgendeiner Art und Weise zum Abgeben. Aber vielleicht zwei kleine. Ich guck mal. Also den finde ich tatsächlich auf dem ersten Schnupp richtig gut. Ich werde mal gucken, ob ich zwei Gläser hinbekomme zum Austauschen. Ich habe von einem Duft nämlich ein Backup mir letztes Jahr gekauft und habe ein erneutes Backup geschenkt bekommen. Und mal gucken, ob ich dann vielleicht noch ein zweites Glas irgendwie finde oder dafür irgendwie noch ein bisschen mehr an Wachsmelz und so einpacke. Da werde ich, denke ich mal, in der Gruppe fragen. So, und jetzt kommen wir zu den Büchern, weswegen ihr alle hier seid. Und zwar Die Schwester der Wölfe, Alia, von Georg 30 aus dem Urachhaus Verlag. Wunderschönes Cover. Ist ab 10 Jahre. Wir treffen Alia, die bei Runa und deren Sohn Gerrit lebt, aber sie ist ein Findelkind. Sie wird von Wölfen gefunden, nein, bei Wölfen, und gilt im Dorf auch 4 Jahre später immer noch als Werwolf. Aber sie hat besondere Fähigkeiten und dann gibt es Gerüchte und dann muss sie sich entscheiden, ja, Identitätssuche, Magie und Mystik. Also theoretisch, das Cover ist schon schön, aber ob das Thema so meins ist, ah, hier geht's weiter mit Wölfen. Da hat scheinbar jemand irgendwie so eine Wolf-Phase. Das Lied der Wölfe, auch ein sehr schönes Cover. Wo sind wir denn hier? In Schottland. Eine Liebe so stark und stürmisch wie die schottischen Highlands. Ein ungewöhnlicher Job. Deutsche Biologin Kaya in den einsamen Norden Schottlands. Sie soll dem Militär Alistair Ambition Wolfsprojekt unterstützen. Attraktiven Sohn, doch der hochdekorierte weiß die Schrift zu Jück. Ja, ich, ja, ist, glaube ich, keine Geschichte für mich. Aber Wölfe finde ich grundsätzlich immer gut. Ja, ein Buch, das von mir schon gelesen wurde und so viel okay befunden wurde. Bernhard Hennen, Die Chroniken von Arthur. Theoretisch hatte ich mich sehr gefreut auf diese Reihe, aber mich hat sie damals nicht so packen können. Deswegen bleibt es drin. Oh, und dann kommen hier noch 3 Bücher. Der Tag, an dem ich fliegen lernte, von Stefanie Kremser. Was für ein Cover, total cool. Luisa hat ihr Leben dem beherzten Einsatz des Engländers Fergus zu verdanken, der sie als Neugeborene rettete, als sie aus dem Fenster fliegt. Fergus zieht dann auch gleich mit Luisa in die WG ihres Vaters, der nicht verstehen kann, dass da seine Mutter abgehauen ist. Eine spannende Familiengeschichte. Ja, leider nicht so meins. Arno Strobel, Fakt und Fake. Ich glaube, da gab es sogar 2 Ausgaben, ne, wo hier hinten was getauscht war. Also ich war ja ein bisschen enttäuscht von dem einen oder anderen Strobel. Und du hast diese Frau noch nie gesehen, aber sie sagen, dass du es warst. Sie haben dich auf Video, der ultimative Beweis, absolut wasserdicht, du bist überführt. Aus der Sache kommst du nicht mehr raus. Deine ganz persönliche Hölle beginnt genau jetzt. Ja, ich war ja, also ich fand ja damals, was habe ich so gefeiert? Ich glaube Offline und ich mochte auch noch die App. Sharing hat mir nicht gefallen und auch der zweite Teil von Mörderfinder, was ja so neuere Thriller von ihm sind. Aber vielleicht, ich werde es mal auf den vielleicht Stapel packen, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, nur noch einen Thriller oder 2 hier auf dem Sub und wenn eine mal diese Lust packt, oh mein Gott. Was ist hier für ein Buch? Oh mein Gott, ist das toll. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Wunderschön. Es ist die Farbausgabe. Ich habe hier ja die Schwarz-Weiß-Ausgabe. Und ich fand auch den Film so, so schön. Es gibt einen Animations... Also ich, da muss ich gar nicht lange überlegen. Es tut mir sehr leid für alle Nachfolgenden. Aber ich fand das so schön. Ich mochte diese Geschichte von dem Jungen, der unterwegs eben diese Tiere findet. Und das ist so schön. Das ist so schön. Und es ist trotzdem auch so traurig und ich habe da im Film und auch im Buch ein Tränchen vergossen. Das darf da bleiben. Und dann darf auch das Lesezeichen da bleiben. Aber ja, also ich werde jetzt mal gucken, was sich so als Gegentausch anbietet und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber ja, mit so ein paar Dingen hat man mich hier definitiv bekommen. Ein paar Augenblicke später habe ich mich grob entscheiden können und habe auch schon so ein bisschen die
Weitergebprodukte gefunden. Und ja, werde es jetzt reinlegen. Also, diese beiden Bücher dürfen bleiben. Ich denke, auch wenn ich gerade nicht so die Thriller-Lust habe, werde ich das auf jeden Fall mal aufheben. Und dieses Schätzchen muss einfach hier bleiben. Hier spricht die Steffi aus dem Schnitt. Leider ist bei der Buchvorstellung irgendwie meine Stimme abhanden gekommen. Dementsprechend spreche ich das jetzt einfach mal nach. Ich habe zwei Bücher ausgewählt, die ich weitergeben werde, und zwar Willkommen in Night Vale. Das ist so ein bisschen ein kurioser Science-Fiction-Roman gewesen, auch, glaube ich, der Auftakt einer Reihe. Ich fand es nur okay, aber es war einfach skurril und auch so ein bisschen so in der Oprah-Richtung. Und dann Wunderwirken Wunder von Eckart von Hirschhausen habe ich mal geschenkt bekommen, fand ich tatsächlich ein ganz okayes Buch. Es war schon mit interessanten Ansätzen. Ich bin nur nicht der größte Fan von Eckart von Hirschhausen. Ich kann mit St. Moor und so nicht so viel anfangen. Aber beide Bücher waren lesenswert und definitiv auch gut. Ich entscheide mich auch für diese Goose Creek Katze, die zumindest auf den ersten Schnupp definitiv was für mich ist. Auch wenn sie was Frisches, vielleicht sogar Blumiges hat. Ich glaube, ich müsste mal gucken, was drin ist. Ich habe jetzt aber 3-4 Mal in der letzten halben, dreiviertel Stunde geschnuppert. Gefällt mir sehr gut, darf bleiben. Dafür packe ich ein. Ich habe ein doppeltes Backup von diesem DM-Duft. Ist natürlich preislich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist aber die einzige Kerze tatsächlich, die ich habe. Ich würde aber, da ich mir ja auch noch Butter Popcorn rausnehmen würde, und Schokosahne, würde ich einfach alles, was ich gerade so ein bisschen an ausgemisteten Düften hier habe, einfach mit beilegen. Also dann nicht einen echten 1:1 Tausch machen. Ich glaube aber, da das hier wirklich auch Mails dabei sind, wo nur eins fehlt, sollte das zumindest vom Wert einigermaßen passen. Und zwar Kringle Candle, Kashmir and Cocoa, dann EBM 2020-2. Fehlt immer hinten eins oder zwei. Und hier fehlt nur eins. Village Candle, Mountain Retreat und Bedtime Stories. Den mochte ich sehr. Da ist jetzt auch nur noch, sind auch noch zwei drin. Ich habe mich aber überschnuppert. Ich habe das zurzeit tatsächlich öfter und dementsprechend darf der weiter wandern. Und ich würde noch beigeben von Goose Creek Calm and Cozy. Da habe ich mir mal diese Wachscrumbs bestellt. Und ich bin ja immer sehr dankbar über diese Wachscrumbs, weil da braucht man nicht so viel Geld, um mal an einem Duft zu schnuppern. Und der ist für mich überhaupt nicht calm und cozy. Der ist einfach nicht gut. Ja, das würde ich im Gegenzug der Düfte einfach beifügen und hoffe für alle, dass es dann okay war. Auch kosmetisch werde ich mir diese Nagelfolie nehmen, einfach mal ausprobieren. Ich würde mir die Interdentalbürstchen nehmen und das Peeling, worüber ich mich wirklich freue. Ich glaube, ich lege es jetzt einfach mal hier oben hin. Ich glaube, da ist Stephen King umgefallen. Ja, aber gut, ist nicht schlimm. Einmal im kosmetischen Bereich, ich würde 3 Augenmasken beifügen. Ich glaube, das war ursprünglich ein 4er-Pack. Mir haben die aber nicht so gut gefallen unter den Augen. Ich habe einfach wahnsinnig trockene Haut und die würde ich jetzt einfach einzeln in unser Tütchen packen. Zudem habe ich, wenn wir bei Nägeln sind, ich habe immer mal wieder LED-Nägel und habe hier Cherry on Top von Happy Glam. Ich bin nicht der größte Fan von diesen farbigen LED-Nägeln und benutze da eher ein bisschen was Dezenteres, Nude-farbeneres, wenn ich das mache. Aber vielleicht gefällt die Farbe ja jemand anderem und es gibt vielleicht noch jemanden in der Runde, der auch LED-Nägel hat oder das vielleicht auch ausprobieren möchte oder vielleicht eine Lampe zu Hause hat und sagt, ich probiere einfach mal die Farbe aus, dann packe ich das mit rein. Und dann würde ich auch eine Cheek-Palette hinzufügen. Eigentlich eine super, super schöne Palette von Catrice, die wirklich eigentlich alles hat, was das Herz höher schlagen lässt. Nämlich, im Grunde sieht man es hier, zwei Highlighter, ein Blush und ein Bronzer. Wurde von mir vielleicht, ja, 2-3 Mal benutzt. Lasst es 5 Mal gewesen sein. Man sieht aber noch wunderbarst die Aufdrucke, Eindrucke. Also es ist wirklich noch nicht benutzt. Es ist mir einfach zu dunkel. Es hat letztes Jahr, ich glaube, die kam im Sommer raus. Es hat da einigermaßen gepasst. Aber mir ist das alles gefühlt wirklich ein bisschen, ja, vielleicht nicht mal zu dunkel. Der Bronzer gefühlt war einfach ein bisschen zu schimmrig.
Das Rouge war nicht, oder Blush war nicht ganz mein Fall, aber ich hoffe, dass jemand anders damit Freude hat und ja, dementsprechend darf das auch weiterziehen. Dann kommen wir zu dem Umschlag mit den Lesezeichen und den schönen Karten. Ich würde die ja, schönen drei Karten mit so ein bisschen Wandern und Natur und Reisen behalten. Und ich ja, entscheide mich auch dafür, das Lesezeichen hier zum Buch mit zu behalten. Und lege dafür ein Disney-Lesezeichen dazu. Weil ich würde ja noch mehr Disney-Fans geben als nur Becky und ich, die ja auch hier drin mit dabei ist. Und ich würde mal eine andere Kategorie noch einfügen für im Grunde die Postkarten. Und zwar würde ich eine DVD beifügen. Und zwar aus dem Grund, weil ich die doppelt habe. Einmal als DVD und einmal als Blu-ray. Und die funktioniert auch noch super, wurde ein, zwei Mal abgespielt. Graffiti, ein ganz toller Science-Fiction-Film, der im All eben spielt, mit Sandra Bullock und auch George Clooney. Gucke ich mir immer mal wieder sehr gerne an, war ich damals im Kino und ich war damals so sprachlos und vielleicht hat jemand anders ja Freude an dem Film. Und ja, wir führen hier mal eine neue Kategorie ein. Damit die Notizbücher ein bisschen wachsen, also der Bereich, würde ich dieses ja, Notizbuch, was hier wirklich sehr schick gemacht ist, mit dazu legen. Es ist so eine Art Büttenpapier. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht zum Malen gut gebrauchen kann. Also ich konnte nicht so richtig was mit anfangen, obwohl ich diese Haptik, also das wirklich ins Zumachen, richtig, richtig gut fand. Und ja, dementsprechend mal gucken. Vielleicht findet das hier ein Abnehmer, weil das jemand anders spannend und interessant findet. Dann sind wir beim Tee angekommen und ich würde aus diesem kleinen Säckchen mir von Gepa Wellness-Tee zwei Beutel rausnehmen und dafür zwei von Kupa einfach mal beifügen. Den finde ich ganz lecker und ja, von daher, das passt, glaube ich, ganz gut. Ich würde mir den Friesenapfel rausnehmen und dafür Blütenliebe von DM hinzufügen. Ich habe von den 20 Beuteln zwei rausgenommen, eine Kanne Tee gemacht und leider ist dieser Rosenanteil nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Dementsprechend ja, darf der im Grunde weiter wandern. Auch möchte ich diese Moon Milk unbedingt mal ausprobieren und ja, das nehme ich auf jeden Fall auch heraus. Jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, Irrungen und Wirrungen hier rechts und links, so rumgehört. Und würde dafür ja auch einfach etwas Artfremdes beifügen und zwar ein Mindset-Schreibimpuls-Kartenset. Und ja, das habe ich vor einiger Zeit mal bei einer Human Design Lehrerin entdeckt und mir bestellt. Hier hat man eben verschiedene Karten, die sehen von hinten erstmal gleich aus und dann bekommt man eben einen Schreibimpuls. Zum Beispiel, welche Gewohnheiten möchte ich leben? Wie hilft mir meine aktuelle Situation zu wachsen? Und zwar ist das von Bianca Fritz. Ich selbst finde leider nicht den Zugang zu Morgenseiten. Ich bin eher abends ein Dankbarkeitstagebuchschreiber und dementsprechend würde ich das einfach mal mit wandern lassen. Und irgendwie bin ich mit meinem Duftglastausch noch nicht so ganz zufrieden. Und deswegen würde ich einen Funko beifügen, der, ja, es ist Newt Scamander. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ihn jemand, vielleicht hat jemand Lust auf fantastische Tierwesen. Leider waren die Verfilmungen ja nicht so meins und dementsprechend würde ich ihn jetzt einfach weitergeben, in der Hoffnung, dass er ein schönes Regal findet, wo er sich zu Hause fühlen darf. Bei echten Potterheads vielleicht, die auch was mit den fantastischen Tierwesen anfangen können. Ja, ich leider nicht so, aber ja, dementsprechend, aber er ist super in Ordnung, er stand wirklich nur im Regal und von daher, ich würde ihn jetzt hier einfach gut verpacken und dann kommt er auch ins Regal. Ins Paket, nicht ins Regal. So, vor mir ist jetzt ein wahnsinniger Wust. Ich versuche jetzt alles wieder ins Paket zurückzubekommen und hoffe, dass ich das irgendwie schaffe und ich es einigermaßen bruchsicher hinbekomme. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Unpacking. Ich bin ganz happy, dass nur ein Teil sozusagen zu mir zurückgekommen ist, was aber auch gar nicht schlimm ist. Und ja, freue mich, ja, wie die nächsten Unpackings sein werden, wer was, wie, wo, wann rausnimmt. Bin da sehr, sehr gespannt. Und hoffe, ihr hattet auch Spaß. Guckt gerne in der Playlist vorbei. Da müsste jetzt auch alles zur Staffel 1 schon vorhanden sein. Und ja, weiter geht's mit Staffel 2. Und ich danke Anka wieder für die Organisation. Ich danke allen Mädels, die hier die wunderbaren Sachen eingepackt haben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.